Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder Beginn des Monats, das heißt, ihr wartet schon sehnsüchtig auf mein What I Read Next Video. Ihr dürft einmal im Monat bestimmen, was ich in diesem Monat lesen soll oder darf. Im letzten Monat hat The Sky Above Us gewonnen und mein Lesemonat steht zwar jetzt hier auf dem Kanal noch aus, aber ich kann schon mal so viel verraten. Ich habe es gelesen und werde euch dann im Lesemonat berichten, wie ich es denn empfunden habe. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, euer Soll zu erfüllen. Ich habe meinen Dienst getan und ich hoffe, dass ihr mir auch hier heute wieder eine große Hilfe sein werdet, um mich zu entscheiden, was denn als nächstes von meinem Sub verschwinden soll. Ich werde euch wie immer 4 Bücher vorstellen und ja, ihr dürft aussuchen, was ich im November lesen soll. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Buch. Das liegt auch schon etwas länger auf meinem Sub. Das habe ich bei einer Wichtelrunde mal bekommen, weil es auf meiner Amazon-Wunschliste stand. Und ja, ich habe das Wichtelpaket ausgepackt und seitdem liegt das Buch hier. Und zwar ist es Gladiators Love von Asuka Lionera. Ich glaube, ich habe es euch auch schon ein paar Mal in meinem What I Read Next Video vorgestellt. Deshalb musste ich gerade so stocken, weil irgendwie, als ich dann den Titel nochmal gesehen habe, dachte ich mir so, ich glaube, das habe ich euch schon mal vorgestellt. Und ihr habt es beim letzten Mal nicht ausgewählt. Ja, jetzt stelle ich euch einfach nochmal vor. Ich habe es natürlich auch in der Version mit dem Erstauflagenbuchschnitt, der aber bei Carlsen meistens nur auf einer Seite ist, also nur auf der Front. Ja, und dann würde ich euch jetzt einfach mal den Klappnext vorlesen und ihr könnt entscheiden, ob ich das Buch lesen soll oder nicht. Tag für Tag muss Erin als Gladiatorin in der Arena kämpfen und die Gunst der Zuschauer gewinnen. Denn nur so kann sie als versklavte Vantyr, deren Feuermagie versiegelt wurde, in der Fremde überleben. Was ihr bleibt, ist ihr lodernder Stolz und ihr unbändiger Wunsch nach Freiheit. Um nie wieder einen blutigen Kampf bestreiten zu müssen, fasst Erin schließlich einen schier unmöglichen Plan, bereit, sogar ihr eigenes Leben zu opfern. Aber ausgerechnet Kato, der Leibwächter eines Arena-Betreibers des Landes, bringt ihr zielstrebiges Herz ins Stolpern. Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 liegt tatsächlich auch schon eine Weile hier auf meinem Sub und ich glaube tatsächlich auch, dass ich es euch schon mehrfach in einem der Videos gezeigt habe. Ich muss es auf jeden Fall im November oder Dezember auch lesen, weil es nämlich auf meiner 23 für 23 Liste steht und ja, die würde ich eigentlich ganz gerne schaffen. Ich glaube, da sind tatsächlich noch 8 Bücher offen. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen was vor. Wenn ihr mehr in den Hintern treten wollt, dann wählt ihr einfach das nächste Buch. Aber lasst euch mir hier nicht beeinflussen. Ich möchte alle 4 davon lesen. Ich glaube, Gladiators Love steht auch auf meiner 23 für 23 Liste. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist sehr gut möglich. Ja, kommen wir aber jetzt zu Buch Nummer 2. Und das wäre Cards of Love, die Magie des Todes von Nena Tramontani. Ja, es geht um Tarotkarten, es geht um Magie. Eigentlich sollte mich das richtig reizen, aber irgendwie fehlt immer so der letzte Kick, um es dann tatsächlich doch zu lesen. Ich habe sogar auch Band 2 zu Hause. Ich könnte also die komplette Reihe in einem Rutsch beenden, aber irgendwie, I don't know. Ich weiß nicht, woran es hängt. Der Klappentext finde ich auch sehr vielversprechend. Oder den Klappentext finde ich sehr vielversprechend. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Es liegt an mir. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Wie das halt immer so ist. Ja, jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Ein plötzlicher Todesfall. Ein ehrwürdiges Grand Hotel in Venedig. Ein Stockwerk, das von seltsamen Schauspielern bewohnt wird. Giulietta, die ihnen die Karten legt und auf der Suche nach Antworten ist. Malvolio, der sie in seinen Bann zieht. Noch ahnt Giulietta nichts von der Gefahr, die hinter seinen Worten lauert. Der Gefahr, nicht nur ihr Herz, sondern alles zu verlieren. Buch Nummer 2. Buch Nummer 3 ist tatsächlich gerade letzten Monat erst bei mir eingezogen in einer Medimops-Bestellung. Ich glaube, beim letzten Mal im Neuzugänge-Video habe ich Avel gesagt, aber es war eine Medimops-Bestellung. Und zwar ist das von Kira Kroh, Du bist mein Lieblingsgefühl. Ich mag Kira einfach. Sie ist eine super angenehme Autorin. Also ich lese ihre Geschichten super gerne, weil es sich irgendwie anfühlt, als wäre man mittendrin und würde zu der Clique gehören. So war es zumindest bei der Alles-Reihe.
Das hier ist ein Einzelband, aber ich habe schon so viel Gutes davon gehört, dass ich das Buch auch unbedingt haben wollte. Bei Medimops habe ich es, glaube ich, für 7 Euro statt 12 bekommen und das ist auch noch in einem super Zustand. Ich bin begeistert und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Max ist ein Romantiker, Nela nicht. Als sie sich ausgerechnet in einem Brautmodelladen begegnen, schlägt jedoch bei beiden unwiderruflich der Blitz ein. Das Problem, Nela trägt bei dieser Begegnung ein Hochzeitskleid und Max hilft einer Frau mit ihrer Corsage. Für beide ist klar, dass der jeweils andere bald heiratet und damit tabu ist. Doch als der Zufall Max und Nela erneut zusammenführt, werden die guten Vorsätze auf die Probe gestellt. Möge die Hochzeitssaison beginnen. Buch Nummer 3. Und machen wir jetzt weiter mit Buch Nummer 4. Das wäre Die Chroniken des Magnus Bane. Ich habe das Buch, ich glaube, von meiner Freundin Tatjana geschenkt bekommen. Lass mich lügen. Ich habe es auf jeden Fall bei einer Weihnachtswichtel-Aktion unter Freunden bekommen. Und ich glaube, sie hatte mir das geschenkt, als sie mich quasi gezogen hat. Nagelt mich nicht drauf fest. Tatjana, falls du das hier siehst, kannst du mir ja nochmal sagen, ob du das warst oder nicht. Ja, Magnus Bane ist der oberste Hexenmeister von New York, ein Charakter aus der Shadowhunter-Reihe, die ich ja sowieso abgöttisch liebe. Demnach weiß ich auch nicht, warum ich das Buch immer noch nicht gelesen habe. Vermutlich, weil ich erst die Reihe nochmal komplett lesen wollte. Ebenfalls mit Tatjana. Mit ihr habe ich nämlich die Clockwork-Reihe gelesen. Mit ihr habe ich gerade letztens die Chain of Gold, Chain of Iron, Chain of Thorns-Reihe gelesen. Und ja, wir wollten eigentlich nochmal die City of Bones, City of Ashes, of Glass, of Fallen Angels, of Lost Souls und Heavenly Fire lesen. Das sind nochmal 6 Bücher. Aber vielleicht kriege ich sie auch überzeugt, dass wir vielleicht erst Magnus Bane lesen. Mal schauen. Das ist halt so ein Band, der hat nichts mit den Hauptreihen zu tun, aber trotzdem spielt es in diesem Setting und das lieben wir. Tauche ein in die Welt von Magnus Bane. Der schillernde oberste Hexenmeister von Brooklyn hat ein ereignisreiches Leben hinter sich. Sei es die französische Revolution in Paris, der Börsencrash von New York oder das frühere London. Magnus war immer dabei und hatte seine funkensprühenden Finger im Spiel. Keine Frage, dass es dabei auch manchmal riskant wird für den vorlauten und lebenslustigen Draufgänger. Wenn man ewig lebt, muss man sich schließlich die Zeit vertreiben. Da kommt eine kleine Romanze dann und wann gerade recht. Und wenn eine Situation doch mal zu heiß wird, gibt es ja immer noch den alles verhüllenden Zauberglanz. Buch Nummer 4. Ihr Lieben, das waren alle 4 Bücher. Ich würde sie euch jetzt noch einmal, wie immer, im Schnelldurchlauf zeigen und dann liegt es an euch. So, Buch Nummer 1, Gladiator's Love. Buch Nummer 2, Cards of Love, Band 1. Buch Nummer 3, Du bist mein Lieblingsgefühl. Und Buch Nummer 4, Die Chroniken des Magnus Bane. Sucht euch ein Buch aus, schreibt es in die Kommentare, stimmt auch gerne bei Instagram nochmal dafür ab. Bei Instagram ist die Interaktion doch ein bisschen höher als hier. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!